Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielraum Deckwars. Mein Name ist Christoph Postel, bei mir Patrick Padele. Servus. Und wir spielen heute ein oder zwei spezielle Decks. Du hast da die Vorgeschichte dazu. Genau, also es wurde gewünscht, dass wir Death Gewünschen. And es wurde der Wunsch geäußert, dass wir Death and Taxes in Modern die Taxing-Variante sozusagen spielen, nicht die Flicker-Variante. Und es wurde auf der anderen Seite der Wunsch geäußert, dass man dieses Flayer-Junt spielt. Das Problem ist, dass ich das Flayer-Upsell viel cooler finde und deswegen das Flayer-Upsell hergebracht habe. Also der Patrick setzt sich einfach über alles hinweg. Ich bin natürlich serviceorientiert wie immer und spiele Death and Taxes. Ja, aber das Flayer-Upsell, muss man sagen, hat auch ein paar größere Geschichten gewonnen fast die Identalist, der hat in Wien, in Österreich, in den WMCQ in Salzburg gewonnen. Ja. Und in Brasilien wurde ein WMCQ mit einer fast auch identen Liste gewonnen. Also das ist schon eine durchaus solide Liste. Schauen wir, ob ich es auch solide präsentieren kann. Also der Patrick ist ein Opportunist und nimmt sich einfach das beste Deck. Das beste Deck ist immer das beste. Außerdem ist es modern, da muss man das beste Deck nehmen. Und das ist wenigstens ein Deck, was Spiel fordert. Das ist richtig, ja. Ein bisschen halt. Na gut, zu Death and Taxes vielleicht noch. Ich habe das früher sehr lang gespielt, aber die Flicker-Variante, da gibt es auch einen Deckcheck dann, darüber über beide Varianten. Genau. Also vielleicht verlinkt man den kurz. Unter diesem Deckcheck wurde eben der Wunsch geäußert, dass wir die andere auch mal zeigen. Weil die Flicker haben ja mal ein Deck gespielt. Die Flicker haben wir gespielt, ja. Und Death and Taxes ist halt immer noch ein cooles Deck. Dadurch, dass Modern halt so ein Random-Format ist, kann man mit, wenn man die Mana gewiss vom Gegner angreift, halt sehr viel machen. Ja. Ich glaube, bei der Flicker-Variante haben wir gespielt. Die Flicker-Variante ging Chant damals, ging das alte. Das kann sein, Das ist ja praktisch eine Neuauflage mit anderen Varianten, weil Upsell ist so Chant und. Ja, das letzte Mal Chant gewonnen. Ja, genau. Also schauen wir, wie es heute ausgeht. Ich würde sagen, genug der Worte. Wir sehen uns beim ersten Spiel. Bis gleich. Wir sind in Spiel 1, Mono White Death and Taxes gegen Absan Flayer. Die höhere Augenzahl entscheidet. Bitte. 9. 9. Das wird mit 10 Seiten knapp. 9 zu 7. Darfst du anfangen? Dann will ich beginnen. Möchtest du? Sicher, du schummelst doch. Ich schummel nie. Der Patrick erzählt Sache. Ich hab's auf Video. Wobei, du nennst es dann immer Missplay. Absolut in Ordnung, die Hand, die werden wir genauso, wie sie ist, behalten. Mhm. Alles fein. Da ich weiß, gegen was ich spiele, würde ich das fast keepen, aber gegen jedes andere Deck ist das unkeepbar. Ich habe einfach 5 Länder und 2 Ein-Mana-Spells, die jetzt beide gut gegen ihn sind, weil das kann verhindern, dass er mich irgendwie kaputt macht und das nimmt seine beste Kreatur weg, aber es ist einfach viel zu wenig. Was wäre es gewesen? Hm, wäre scheiße gewesen. Sag ja. Dann gehen wir halt auf 6 und schauen, dass die Länder verteilt sind irgendwie. Mal keine 6 Länder, 5 Länder waren es. Also während der Patrick seine Ausführungen hat, das ist so die nahezu optimale Hand für das Deck, dass vielleicht nicht. Ja, angenommen, das ist weg und wir haben da noch irgendwas Interaktiveres, dann wäre das so die optimale Hand. Übrigens, der Styler spielt solche Länder. Mindestens 2. Das heißt, ein Snow-Covered-Land auf der Hand, schau. Snow-Covered-Land auf der Hand, ja. Weil ich habe mich gefragt, für was sind die? Die haben überhaupt keinen Sinn. Also, das ist einfach, was gut ist. Das ist einfach für den Style. Ja. Das hat sich, lustigerweise gibt es eine Geschichte dazu, das hat sich daraus entwickelt, weil ich die Länder alle in Foil wollte und ich hatte zu wenig Foil Plains, aber ich hatte 2 Snow-Covered Foil Plains und aus diesem Grund hat sich diese 2 Snow-Covered Plains entwickelt. Diese 6er-Hand ist natürlich dafür ein durchaus akzeptabler Keep. Ich habe zwar wesentlich weniger Länder, dafür habe ich wesentlich mehr Spells und die meisten davon könnte ich sogar casten, insofern passt das schon. Jetzt werden wir noch eine Scrying durchführen und das werden wir in dem Fall nach unten geben, obwohl es wahrscheinlich eine gute Karte ist, aber wir wollen wahrscheinlich das dritte Land. Ups, jetzt habe ich verraten, dass ich nur 2 habe. Okay. Ja, dann kommt das Aether Fireball. Go. Gehen wir auf 1. Drawstep ist natürlich super optimal, weil er in keinster Weise meine Kurve passt. Aber 2 und dann kommt als erstes gleich mal der Katzenhakler und schaut, was da passiert. Bitteschön. Das heißt, der muss jetzt einmal den Katzenhakler beseitigen. Der bewendet mich vom Schaffeln, gell? Mhm. Dann bin ich wahrscheinlich gestorben. Weil das Deck spielt einfach viel mehr Fetchland als sonst was. Dann kann man das doch ausspielen. Ah, mit Tectonic Edge, verstehe.
Ich nehme an, du willst den Evan Mind-Sensor nehmen. Ich glaube auch. Ja. Ich habe natürlich nochmal gelesen, was der Hashwing Griff macht und ob der mich beeindruckt. Go! Man darf 2. Alles fein. Dann kommt der Katzenhackler für 2. Ja. Bitteschön. Ja, das heißt, der Patrick braucht jetzt das Land. Das Land habe ich. Ah. Ja, es wäre wahrscheinlich der optimale Play gegen Death in Texas, ist immer Turn 1 das Fetchland. Aber wenn meine Starthand so ausschaut und ich habe lauter 2er-Drops habe, dann will ich vielleicht das so machen. Ja, aber du außerdem, halt ich weiß ja nicht, dass du Death in Texas bist. Ja, so nicht, aber du wusstest es. Ja, ich wusste es. Okay. Response. Grüß Gott. Ja. Ja, weg mit dem Archangel. Go. Dürfen wir das nicht ticken jetzt? Nein. Wozu? Gar kein Grund. Für 4. Bitte, ja. Ja, das schaut nach ziemlicher Schlachtung gerade aus. Möglich. Bitteschön. Außer es kommt jetzt das ungetappte Land, dann ist Go. Alles okay wieder. Bleibt. Ja. Für 4. Ja, ist wurscht. Go. Ja. Go. End of turn. Bin ich tot. Sind 6 in der Luft, hätte ich gesagt. Also mit der Starthand. Okay, wenn du nicht weißt, gegen was du spielst, ist voll okay. Wenn du weißt, also, dass du gegen Arbiter spielst, ist wahrscheinlich das Beste. Dass du fetchst, dann das. Ja, dann natürlich. Kannst du immer noch fetchen für 2 Zahlen und dann machst du mich wahrscheinlich auf mit der Hand. Ja, wahrscheinlich. Okay, also wir sehen uns gleich beim Sideboarden. Jawohl. So, beim Boarden rauskommen die Swords und die Inquisitions. Die sind zwar Turn 1 ganz lustig, weil ich ihm vielleicht was Wichtiges wegnehmen kann, aber im Late Game sind sie halt immer normalerweise schlechter als jedes Removal. Deswegen kommt Removal rein, wie man sieht. Einfach das ganze Removal, was ich im Board habe, auch noch relevant wäre vielleicht die Gideons aus dem Board. Da habe ich mir überlegt, einen Gideon reinzugeben und dafür einen Mishra's Bubble rauszunehmen, weil ich mit Engineered Explosive eh auf 2 Artefakten sozusagen bleibe. Aber der Gideon kostet halt doppelt weiß und ich gebe halt doppelt schwarze Spells rein und habe halt schon doppelt schwarze Spells im Deck und er greift grundsätzlich meine Mana-Base an. Insofern, glaube ich, ist doppelt schwarz und doppelt weiß ein bisschen zu gierig und die Gideon sind auch primär ja eigentlich gegen die Control-Matchups und nicht gegen die Creature-Matchups. Insofern bleiben die jetzt mal daheim. So, mein Boarding schaut so aus. Also zuerst, was kommt rein? 3 Rest in Peace, weil wir spielen hier eine Absan-Flayer-Liste. Das heißt, wir stellen die Absan-Flayer machen wir kleiner, wir machen Lingering Souls weg. Und die Damogreifs kleiner. Das ist schon sehr relevant. Dann kommt eine Elspeth, weil sie einfach im Midrange gegen die Midrange-Deck super stark ist. Dazu ein Dismember, das halt alle Creatures trifft von Patrick. Und die Frage ist eben, also das ist eine der stärksten Karten gegen Junt-Decks, Celestial Purge. Dadurch, dass Absan ist, könnte es vielleicht nur eines sein. Ich werde es einmal probieren, beide zu spielen und vielleicht dann mal noch einmal umboarden. Was kommt raus? Die Archangel, weil die einfach zu langsam sind, die machen zu wenig und sterben dann zu schnell. Die Hushwing Griffs, weil er eigentlich nichts hat, was in einen Enter the Battlefield Effekt hat. Das Ring Wing mehr, also die 5. Dahlia, die 5. kleine Dahlia, weil ich einfach nur Non-Creature Spells reinboard. Der Judges Familia ist und der Brimas sind so die 2 Fraglichen. Der Brimas ist meistens schlechter als die Grimflayer und die Damogreifs, darum kommt er jetzt mal raus und hat halt keinen effektiven Effekt und fliegt auch nicht. Der blockt halt vielleicht was tot. Und der Judges Familia ist so die Frage, das ist halt so der eine Einser-Drop, den man verschmerzen kann, wenn man nicht hat. Sollte sich das als falsch herausstellen, kommen die Purges wieder raus und Primas und der Familia kommen wieder rein. Aber jetzt probieren wir es einmal so. Wir sind in Spiel 2. Boarding habt ihr gerade gesehen. Hoffentlich ist das soweit verständlich und relevant für euch genauso wie für uns. Patrick wird beginnen. Ja, bitte darum. Greift ganz gierig schon zu den Karten. Kann mich kaum halten, Sir. Ho, ho. Ho. Schön gestorben ist auch gestorben, oder wie? Also ich kann leider nicht. Zweites Mana. Hätte man nicht zogen, von daher korrekte Entscheidung, weg damit. Die Hand hat das
Und damit hört es halt auch auf. Ich meine, das ist beides gut. Das ist halt super, weil es halt ein Removal ist und ja, das ist halt ein super Beater. Das sind auch alles gute Spells. Die Frage ist, ob man den Gamble sich gönnen möchte. On the draw würde ich es wahrscheinlich keepen, on the play bin ich nicht so sicher. Aber wenn ich an die Folgehand denke. Worst Case Szenario, ich spiele das, das, du machst den Typen, ich muss das machen. Ich könnte jetzt spannende Musik machen. Oder einfach warten. Es ist echt nicht so einfach. Ich meine, ich auch. Falsche Entscheidung. Wahrscheinlich war es die richtige Entscheidung, aber die oberste Karte wäre in der Hand gewesen. Es ist immer so, wenn man die Hand nicht innerhalb der ersten 15 Sekunden nehmen will, ist glaube ich immer gescheiter wegzugehen. Sie war schon nicht schlecht. Also sie hat schon eigentlich alles gemacht, was ich will, aber sie hatte halt nur ein Land. Ja, das, ich habe auch ein Land gehabt. Ich hätte auch drei Plays gehabt, aber die waren halt... So. Ich zeige es mal, so wie das ist. Das ist jetzt nicht ganz so aggressiv, aber das ist auf jeden Fall mit der einen Karte, die ich ziehe, besser als die Fünferhand. Außer wenn die Fünferhand Etherweil 1er Drop, 2er Drop, 3er Drop noch ein Land wäre, dann wäre natürlich die Hand besser. Aber prinzipiell ist die Hand besser, weil sie interagieren kann. Das ist meine Hand. Ich will sagen, sie ist vom Power Level wahrscheinlich eine schlechter, weil ich, also wenn ich, wenn mein Gameplan einfach langsam ist, dafür kann ich alles casten, das ist schon ein Vorteil. Passt. Dann scryen wir mal. Ich scry das nach oben. Ich werde das auch oben behalten, was schlecht ist, weil ich ja on the play bin und eigentlich fetchen wollte. Aber ich werde vielleicht einfach dann im nächsten Turn erst fetchen. Mhm. Go. Bitteschön. Jo. Normal hätte ich wahrscheinlich für mehr, aber ich glaube, jetzt gönne ich mir einfach nur 19. Also beim Death and Texas Deck, was man aufpassen muss, dass man nicht solche Hände dann beginnt wegzuschießen. Das ist vielleicht auch nicht so irrelevant. Das ist eines der Decks, das ich wirklich lange gespielt habe. Jetzt nicht effektiv diese Liste. Aber ich habe anfänglich solche Hände, wo ich halt wirklich keine Vials und keine Low-Drops in dem Sinne hatte, sehr oft weggeschossen und bin dann mit 5er Mulligans verstorben. Also man kann schon mit Death and Texas das Long-Game spielen. Go. Also ich lege einen Laden und sage Go. Sorry. So fetchst du gar nicht, oder? Ich fetch nicht. Nein, ich fetch den End-Turns, weil wenn ich responden muss, fetch ich nämlich vielleicht wirklich ein Duel. Ja. Okay. Ich bin nämlich von dem Plan, jetzt das Turn 2 zu spielen. Ja, ich glaube, du willst fetchen. Ich will den Response fetchen, ja. übergegangen lieber Turn 3, eins von meinen anderen 3er Drops zu spielen. Deswegen habe ich jetzt meinen Plan geändert. Es tut mir leid. Kein Problem. Ich war eh gerade am Plaudern. Ja, ich weiß eh, dass du ein Geschichteldrucker bist. Nein, nein, das ist, das hat Relevanz. Weil wenn ich weiß eh. Die Problematik bei Death in Texas ist, wenn man nicht aggressiv anfangen kann und aber auch eine langsame Hand hat, dann schmeißt man sie meistens. Wenn man eine langsamere Hand hat, die mit dem Gegner interagieren kann, eben wie das, wo wir wieder da wären, dann kann man das durchaus nehmen. Also gegen diese ganzen Midrange-Decks, diese Creature, Walker, irgendwas Decks, ist das okay. Wenn ich sehe, der Gegner ist ein Storm, Combo, irgendwas Deck, dann weg damit und schnell schauen, dass man seine Etherweils, Leonen Arbiter und Dryad Militants bekommt. Ja. Für 3 oder was? Ja. Path? Ja. Me? Ja, ich muss nur das Snow-Covered Plains raussuchen. Passt. Wozu haben wir es im Deck?
potenzielle Liliana ist vielleicht gar nicht so gut, wenn er Lingering Souls discardet für mich. Also Liliana discard Lingering Souls wäre jetzt gerade das Schlechteste, was passieren könnte. Go. Okay. Diese Liliana funktioniert. Wir werden sie trotzdem exilieren. Das ist jetzt gemein. Und wir werden noch einen Katzenhakler nachspielen. Ist auch nicht nett. Dafür kommt noch eine Liliana. Dafür kommt der andere und die lässt mich. Ja. Go. Alles sehr fein gespielt. Go. Response. Oh, ist eine 4, gell? Jo. Ah, Patrick. Hast du schon? Nein. Nein, euch nicht. Like a boss. Ah. Schade, wäre schön gewesen. Kann ich da alles haben. Hätte ihn zumindest ein wenig langsamer gemacht. Wahrscheinlich auch schlecht gespielt. Wahrscheinlich hätte ich einfach noch in deinen Zug fetchen müssen. Also in meinen Zug, wenn der nicht die Chance darauf zu respondieren. Jetzt ist die Frage, wie sehr möchte man seine Liliana verteidigen? Wie viele Kantkarten hast du? Drei. Also meine Hand ist jetzt das. Eigentlich möchte ich nichts discarden von diesen Karten. Das heißt, ich werde es nicht plussen. Ich kann es nicht minusen. Ich könnte jetzt das spielen und schauen, ob das reicht. Oder ich warte und spiele dann das. Nicht darauf schauen. Ich sehe genau, wenn du schon bist. Ich habe auf die Tür geschaut. Das ist auch Path to Exile eigentlich. Das soll man eigentlich nicht, ne? Dass du Wege ins Exil schickst. Flavor Win. Da. Was passiert? Was passiert? Schlatz. Ausfressender Schleim? Schlatz, ja. Resolved? Ja. Alles in der Ordnung? Ja. Ja, was ist der Wappler? 1, 2, 3. 3. Ja. Bitte, dann reicht es mir. Dann würde ich viel Leben zahlen und den Wappler da eliminieren. Ja, ist erfolgreich geglückt. Na, zumindest. Man hätte natürlich argumentieren können, die Liliana das abwerfen zu lassen, aber wenn er sie killen will, kann er es ja sonst so. Dann werde ich das kaputt machen. Und insofern zahlt sich es gar nicht aus. Dann aktiviere ich ein Tectonic Edge. In Response auf das Tectonic Edge aktiviere ich das Tectonic Edge. Ja, habe ich erwartet und habe es alles so gemacht. Shambling Vent, Godless Shrine. Ja. Tango. Jo. Angriff. Mhm. Knabberst du einen Katzenhackler? Ja. Katzenhackler. Na, ich habe einen Tamagriff, ich kann bei mir auch knabbern eigentlich. Ja, passt, dann knabber ich zweimal. 18 und ich gehe auf 12. Dann bist du. So. Meine Hand ist so. Ja. Das Race ist okay. Das ist bitte mein. Schon.
Angriff der Killer-Tomaten. Jo. Go. Für 5. Hätten wir wahrscheinlich vorher spielen müssen. Die ist ein bisschen unnötig. Let's go. Nein, Resort. Achso? Achso? Ich gehe auf den Vogel. Jo. Ich gewusst habe, dass ich ziehe. Wie ein Großmeister. Sehr fein, sehr fein. Wird gefälscht. 10. Jetzt hat er das Mana parat, das er braucht. So ein Gangster. So ein Gangster. Ich bin der größte Spieler, oder so. Ich habe den Flavor Win am Tisch. Das war schön, die Kamera zeigt. Dass du abheben willst. Nein, nein, ich glaub's da schon. Wege ins Exil. Mhm. Es ist schon wurscht, ob das vierte Land kommt oder nicht. Will ich in Response was fressen eigentlich? Ich weiß nicht. Bist du hungrig? Wir machen 5 Schaden, die 2 haben, oder? Das sind 2 Damen. Wir machen trotzdem 5 Schaden. Isst du noch einmal? Iss ich noch einmal, ja. Isst du den Vogel? Ess ich den Vogel. Na Mahlzeit. Damit ich mehr als einen Angriff, damit es einen Angriff länger dauert, sozusagen. Ich verrate was. Ich habe mit dem nicht switchen können, weil es ein Non-Basic-Land ist. Ah ja, natürlich. Der Pech für mich habe ich nicht. Ja. Habe ich. Ja, ist blöd, aber habe ich nicht. Realisiert. Hast du nicht realisiert? Nein. Ja. Okay. Mach nein, wir könnten es rewinden. Nein, geh bitte. So schlimm ist es nicht. Also es ist schlimm, wenn ich verliere, aber... Es macht schon einen gewaltigen Unterschied, ob ich ein weißes Mana zur Verfügung habe oder nicht. Natürlich, aber ich glaube, jetzt vergesse ich es nicht mehr und jeder, der sich das angeschaut hat, wird seine Teile auch nicht vergessen. Somit hat es doppelten Lernwert. Dann bist du. Für 5. Ich verrate was. Ich kann noch ein Basic raussuchen. Surprise. Dann legen wir das. Okay. Sehr schön. Damit sich die Lingering Souls nicht mehr auszahlen. Was ist das? Mm, das ist nicht so... Damathion. Das ist nicht so fein. Jo. Da bist du. Ich habe noch einen Einser-Drop. Was hast du? Mach was Besseres, ich verspreche es dir. Ein Zamogreif. Ein Grimflare und ein Bubble. Ja. Schau ich mal deinen obersten. Na schau. Möchte wissen. Oh, das ist gut, bist deppert. Planeterweil. Go. Go. Ja, also nein, ich habe das in deinem Zug gezogen, das dich in meinem Zug. So ja. Ist das richtig. Ja, der Grimflare wird jetzt das Spiel gewinnen, so wie das ausschaut. Das glaube ich auch, ja. Der ist Trample auch schon. Der ist jetzt voll derelitiös. Mhm. Werde ich 4 nehmen. Eine legst oben hin und den Rest. Nein, ich kann so viele, oder? Ja. Ja. Die geht ins Friedhof, die ist gut ja, im Friedhof. Der geht ins Exil. Echt, wahr? Ja. Hm. Ja, ist wurscht, dann geht's ins Exil. Ich glaube, die 2 Remove lasse ich einfach oben und ich glaube, das reicht dann. Go. Ich hätte noch ein Rest in Peace, aber... Dann ist der Gameplay noch auf einmal klein. Zwei, ja. Jetzt aber lästig mit dir. Ja, dann geht's weiter. Überlebe ich halt länger ein bisschen. Ja, aber du hast ja noch ein Shambling Wand auch. Ist ja nicht so.
Kann ich die töten? Nein. Hallo, ja, kann ich töten, passt. Minus 2, minus 2 und du verlierst 2 Leben, wenn ich das abwerf und dann hau ich dich für 2. Ja, sehr gut. Dann sehen wir uns gleich im dritten Spiel. Wir sind in Spiel 3. Ich werde beginnen. Und schauen wir, was das Deck jetzt bereithält. Ich glaube, das ist eine Hand, die wir so gerne behalten möchten. Die Hand ist durchaus okay. Ich würde sie nicht überdurchschnittlich, also sie ist schon gut. Ja, sie macht was das Deck halt so circa macht nach dem Borden. Und schauen wir, ob es reicht. Ja, passt. Bitteschön. Ätherfiole. Nope, das geht nicht. Go. Ich habe jetzt direkt mit dem anzufangen. Das Problem ist, dass ich dann mit dem kein Mana für den krieg. Und das ist natürlich ziemlich schlecht. Bitte Ruhe in Frieden, verstehe. Dann ruhe ich halt in Frieden. Ruhe ist. Ruhe ist. Jo. Der ist ja nur 2-2, das ist so gut. Go. Auf 2. Jo. Ganz nackt. Jo. Großquarter. Jo. Großquarter. Ernsthaft, jetzt geht auch scheiße. Jawohl. Entschuldigung. Passt weg. Go. Go. Also das ist ja alles im Exil, weil es nicht wurscht. Wobei, vielleicht gar nicht richtig. Mir ist wurscht. Achso, ich kann nicht, wenn der gekommen ist, kann ich das nicht mehr machen, weil ich dann ein Mana mehr zahlen muss. Ohne Moment, Monami. Ja, ja, passt schon, passt schon. Ja, passt, ist okay. Dann für 2 mit dem Katzen. Ja, passt. Bitteschön. Das heißt, go. Genug hat der Patrick. Aufgeben wir den Brief. Aber 3 Permanents zu zerstören, die alle mir Upside bringen, ohne Upside ist halt schon ultra grauslich. Das ist halt gewesen. Wirklich, wirklich sick, ja. Eine Eule. Auf die Eule werde ich respondieren. Auf die Thalia? Genau, auf die Thalia. Dann geht der Katzenhackler für 2. Und weiter geht's. Du musst 2 zahlen, gell? Sonst suchst du nicht. Also. Du Schummelbär. Sorry, natürlich. Players, ja? Ja, ja, natürlich. Der cheatet, natürlich, wo natürlich, es geht. Natürlich, natürlich. Go? Ja, ja, passt, passt. Die sind alle im Exil, gell? Also ich weiß, ja, ja. Mit dir, das ist die normale. Ja. Ich verstehe. Also wenn der Patrick alles hat, dann sind es Länder. Ne? Ist doch das Wichtigste gegen dich, habe ich gelernt. 2 Länder weg, alles Ding und der ist immer noch nicht aus dem Spiel draußen. Ich weigere mich, aus dem Spiel rauszugehen. Spiele ich das? Mit Eskalation? Mhm. Handkarten? Eine, oder? Mit Doppel-Eskalation, oder was? You may choose an instant sorcery card for me. Wie viele instant sources hast du, die relevant sind für mich? Path to Exile wäre jetzt sogar ganz okay. Grübeling. Everyday im Grübeling. Land hast keins Gegner, sonst hättest du es gehabt. Eine Kreatur, die 3 Mana kostet, könntest du ins Respond flashen.
Ist echt interessant, ob es da irgendwas gibt oder ob das jetzt einfach voller Fail ist, wenn ich da jetzt eskaliere nochmal. Oder ob ich einfach die zwei Leben drauf pfeife und einfach mir nur die Hand anschaue. Sollte man halt wissen. Wenn ich hier Lilly ziehe und du hast den Dings, bin ich, speibe ich ihm zum Quadrat. Ja, mit Eskalation. Ich schau mal deine Hand an. Ich schaue es auf dich zu leben. Was passiert jetzt? Der stirbt und ich schau mal deine Hand an. Okay. Und dann bist du. Ja, welche Überraschung. Ja. Für eins. Ja, bitte darum. Das legen wir auch noch, bitte. Tektonische Kante also. Gegen jedes normale Deck wäre tot gewesen. Gestorben wird später. Weißt du, wer das ist? So, das geht halt wieder nicht. Lingering Souls? Nicht so gut gerade. Ist ja nicht so negativ. Ich brauche jetzt unbedingt irgendwie einen Haymaker, der halt was macht, damit das schneller vor sich geht. Warum nicht? Lingering Souls der Ego-Kern ist okay. Habe ich zwei Blocker für deine zwei Flieger? Mhm. Ist okay. Ja. vielleicht will ich auf den responden. Möglich. Möglich. Ich glaube, ich werde das wollen. Bist du 14? Ist in der Ordnung. Dann werde ich leider weiter sagen. Jetzt habe ich da zwei Schafe, an denen ich nicht ordentlich vorbeikomme. Außer halt, na, der Katzenhackler müsste halt. Das Gute ist, dass die Liliana of the Vale jetzt. Ich kann mir halt aussuchen, was passiert. Die andere Liliana wäre ein bisschen unangenehm. Ist alles scheiße eigentlich. Alle guten Dinge sind drei, es wird das Weißgrüne. Ich will mich halt möglichst gut gegen alle, gegen das Tectonic Edge absichern, und das geht's halt. Ja, das ist verständlich. Ja, aber dann ist das, müsste das weiß. Ja, ich brauche eigentlich doppelt schwarz dringend als alles andere, oder? Da muss es eigentlich das Weiß-Schwarze sein, weil ich will halt Weiß auch nicht verlieren. Das kann ich aber mit Tectonic Edge. Das kann sagen, das kann eigentlich eh sogar das sein, dann ist nämlich wurscht. Passt. Ja. War eh richtig. Na schön. Ich bin dann auch schon wieder fertig. Weg damit. Weg damit, jawohl. Jo. Und Leiwand? Nein. Also für mich. Go. Suchen Sie sich eine aus. Ja. Der Katzenhacker geht angreifen. Passt. Tschüss. Go. Das Suchen ist mir jetzt auch schon wurscht zu dem jetzigen Zeitpunkt. Was kommt? Kaputt.
Säckig. Sei dir gegönnt, go. Aha. Ja. Boom. 13. Go. Ah, ich habe eine extra Karte gezogen von der ersten Bubble. Schau. Oh, du Scheiße. Was ist denn? Die ist gut, was du das ziehst. Jetzt verarscht er mich wieder, weil vorher hat er mir das Land gegeben. Ja, aber da habe ich gesagt, das ist schlecht. Das ist für mich gut, habe ich gesagt. Ach so. Und das ist halt wirklich gut jetzt. Ah, das ist aber ärgerlich. Jetzt machst du dann das und dann das und dann habe ich da kein Auto, oder wie? Aber mich von dem hauen lassen ist halt auch keine Option eigentlich. Was, von dem Vogel? Ja. Der Vogel ist schon in Ordnung. Der Vogel ist ein Trottel, aber er haut mich halt. Ein guter Bursch ist das. Ja, ist wurscht. Stirbt der Vogel. Ja. Go, ziehe ich von der Bubble, End damit ich diesmal nicht vergesse. Das rein noch. End of turn flash ich das noch ein. Ja, ziehe ich von der Bubble trotzdem. Ja. Ja. Mein Zensor auf die Liliane. Gut, jetzt haben wir 5 Power an Bord, das ist schon mal besser als ein Stein am Shell. Der 01 sogar ist, ja. Go. Ich muss halt langsam auf ein Länder zu ziehen, dann glaube ich, könnte ich das vielleicht sogar noch gewinnen. Aber wenn Katzenhacke. Er Kreaturen, Kreaturen, Kreaturen zieht und ich halt Länder, dann respondierst ist das du? Den Katzenhacke, kannst wie soll nicht. Ich denn respondieren? Das ist getappt ins Spiel kommen. Ich habe es mir gemerkt. Ich auch. Aber ist der Golf nicht auch getappt ins Spiel gekommen? Der ist ja auch getappt ins Spiel, schau. 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist er halt tot. Cool. Also jetzt schaut es wieder ein bisschen besser aus. Aber es ist halt immer noch ein Junt oder Absan-Deck. Also ein schwarz-grünes Deck, das heißt, die können aus dem Nichts wieder Comebacks machen ohne Ende. Stimmt's, Herr Patrick? Weiß ich nicht. Schaut nicht so gut aus. Ich habe keinen Friedhof. Ich habe schon einige gute Karten und Kreaturen verloren. Wird schon eng. Die Frage ist halt, ob du mit der Liliana wirklich den Vogel hättest umbringen müssen. Was hätte ich denn machen sollen? Weiß ich nicht. Mit der Liliana? Sie nicht legen? Nee, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Na, eben. Auf bessere Zeiten warten. Vielleicht hätte ich nicht den Doppelblock vom Dings machen sollen, sondern mit der Collective Company versuchen, den zu killen. Dann hättest du den gesägt, das wäre selber rausgekommen und ich hätte noch immer. Aber das. Pff, ja, weiß nicht, ob das jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte. Ich weiß nicht. Aber ja, es ist zumindest ein Point of Damage weg in der Luft. Kommt noch ein paar. Auf die Dalle? Mhm. Angriff für 4. Jetzt aber. Go. Das sind so die Draws, die man gar nicht braucht, irgendwann mit bis Endgame. Go. Dann geht das Eterwell auf 1. Jetzt wird es dann schon eine Damnation immer braucht, sonst schaut es eng aus. Ja. So, bitteschön. Ja, der wird es nicht mehr machen. Ich habe nämlich noch einen Land und einen Zammergriff. Das ist ein ziemlicher Gag. Gut. Ich würde sagen, 3 Matches haben wir durch. Die waren relativ schnell. Ja. Aber wir sind trotzdem fertig. Drum sehen wir uns nachher in der Analyse. Ja. Wir sind zurück mit der Analyse. 2-1 gewonnen. Das gute Deck. Ja. Ihr habt es ja gesehen. Entschuldige. Bitte. Das dritte Spiel war etwas stumm dann von uns beiden, weil keiner von uns, wir haben kurz darüber geredet, keiner hat das Spiel einfach der Tat das, mehr. Also das erste Spiel war halt typisch, okay, ich fange halt mit dem Tablet an, weil ich muss ja nicht wissen, dass er was er macht und der zerfistet halt meine Mana-Base und das war's, danke. Also nicht einmal das, sondern eigentlich nur verhindert, ja, dass ich fetch. Einfach nur den Katzenhaken. Genau, und verhindert, dass ich fetch, das kann passieren, da stirbt man einfach. Das zweite Game war halt einfach mehr Removal plus halt die bessere Kreatur sozusagen. Ja. Und im dritten Spiel fängt er an so mit,
Ich mache im dein Turn 2, dein Turn 1, alles vorbei, keine Länder, keine Kreaturen, hahaha. Ha, ha, und normalerweise müsste ich gewinnen. Genau, und ich habe mir gedacht, okay, das wird jetzt hart. Aber ich habe Länder, ich habe drei Länder auf der Startkarte gehabt, habe ein Land nachgezogen und dachte so, das könnte auch was werden. Habe gefightet bis aufs Bitterste. Mhm. Und das dann war wirklich sehr knapp. Und dann denke ich mir so, okay, das könnte gehen. Und dann ziehe ich einfach nur Länder und versterbe, weil er einfach mit den Ranzibären mich tothaut. Und das war dann wieder irgendwie... Also Ranzibären ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Das sind alles sehr starke weiße Utility-Creatures. Ja, Entschuldigung. Also mit den sehr starken weißen Utility-Creatures, wie ein 1-1er-Vogel tothaut. Also erst... Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch irgendwo verzockt, dass ich die Liliane irgendwie mit für mehr Value bringen hätte sollen. Ja, das war mein Initialgedanke. Aber ich auf weiß der anderen Seite, ich, es war halt schon so, dass dieser Vogel halt das Problem gemacht hat, dass ihre Minus-Ability immer schlecht ist und ich den Vogel halt irgendwie abräumen muss. Der Vogel ist halt immer gut. Ja. Ja, vielleicht noch zum dritten Spiel die Starthand und die ersten Plays, weil ich habe ja, Patrick, wie du auch gemerkt hast, ich habe nicht Turn 2 den Leonenarbiter gespielt, sondern wirklich ins Rest in Peace. Ja. Damit einmal alles weg ist und dann erst in den Arbiter rein, damit man halt mit dem Doppel-Go-Squad und mit dem Pass to Exile alles abräumen kann. Also bei solchen Händen immer aufpassen. Leonenarbiter Turn 2 ist nicht immer der beste Play. Ja. Überhaupt, wenn man ihn spielt und er verstirbt gleich, dann hat man halt der Removal fressen, aber das können natürlich auch andere weiße, starke Utility-Creatures fressen. Ja. Also immer aufpassen bei dem. Ansonsten, weiß ich nicht, ja, wie lange bin ich jetzt schon geschlagen im Deckcheck? Im Deck was? Was haben wir? Weiß ich nicht. Na, Chandra gegen Nissa? Was war? Hast du auch gewonnen, also zwei ist zweite mit anderen Worten. Ich weiß nicht, was war davor? Weißt du es noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Wir werden das nachschauen. Alles. Aber ich glaube, overall führe ich. Sag ich jetzt mal ganz frech. Sagt es uns in den Kommentaren. Schaut euch alle Deck Wars an und schaut, wer gewonnen hat. Ja. Also alle, wo wir halt schon spielen, weil am Anfang hat der Christopher. Ich habe alleine gespielt. gespielt, ja. Mit anderen Leuten gespielt. Gegen Philipp und so gespielt, ja. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Patrick, danke fürs Spielen. Gerne, obwohl ich verloren habe. Macht nichts. Die ist wurscht. Ihr könnt sie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter und trefft uns natürlich im Shop an. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns sagt, welche Decks ihr sehen wollt, sobald es nicht Mono-Rodagro gegen Mono-Rodagro ist. Obwohl, das würde ich auch bei Einhard spielen, aber wurscht. Ich wollte Patrick immer schon was am Schädel schießen. Also Mono-Rodagro Standard gegen Legacy. Ich spiele die Legacy-Variante. Ja. Irgendwas ist, vielleicht ist ihm schon was am Kopf gefallen. ja, also wenn ihr Lust habt, Standard, Modern, Legacy Decks zu sehen, schreibt es uns rein. Wir werden schauen, dass wir das mit dem Spielraum Wien umsetzen können dementsprechend. Ja, soweit möglich versuchen wir unser Bestes. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ma. Dann halt nicht, sagst halt nicht, Papa. Warum sich? Ich habe gesagt, danke fürs Zuschauen, das ist meine Verabschiedung.